Hey, liebe Leute, willkommen zurück. Wie ist es eigentlich immer, wenn ich das Menü aufmache? Ach, kurz alles dunkler und jetzt wieder heller. Egal, willkommen zurück zu Let's Play die Chroniken von Metala Arculus. Für den PC, ne? Total Conversion Mod für Gothic 2. Im letzten Part, ich nenne ihn jetzt mal den Taku-Part, wie man da unten sehen kann, konnten wir uns nicht ganz entscheiden, helfen wir Otto oder Rusko. Ich bin offscreen jetzt noch ein bisschen hin und her gelaufen und als ich dann aber einen Part geschnitten habe, einen älteren Part geschnitten, gerendert, hochgeladen habe, ist mir aufgefallen, oh mein Gott, ich habe was vergessen. Und dann habe ich was ausprobiert und gemerkt, es gibt noch eine Lösung für diese Quest. Dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert, ich zeige euch gleich, wovon ich spreche, und habe gemerkt, dass ich jetzt schon ein bisschen stuck bin. Was aber nicht schlimm ist, denn wir sind so stuck, dass wir uns zwei Belohnungen ergattern können. Nämlich sowohl die 250 Gold für den Ring von ihm, Monsieur, von Rusko, als auch die 500 Erfahrungspunkte. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, also etwas, was genauso viel wert ist wie der Ring, als auch die 500 Erfahrungspunkte von Otto. Theoretisch könnten wir sogar Dinge im Wert von zweimal dem Ring bekommen. Aber ich erkläre euch gleich erstmal, was los ist. Und zwar ist mir aufgefallen, als wir hier rausgegangen sind zum allerersten Mal, damals noch mit diesem Magierlehrling, dessen Namen ich leider vergessen habe, da sind wir hier zum allerersten Mal auf Marcus gestoßen. Marcus war unserdem treuer Begleiter, wir haben sehr viel mit ihm interagiert schon. Und da ist mir eingefallen, Moment mal, in diesem Part, den ich da geschnitten habe, hat er davon geredet, dass er hier gesehen hat, wie ein Schaf gefressen wurde. Ich dachte damals, dass es sich vielleicht um Bruce handelt und dass es ein kleiner Tipp ist, dass er vielleicht bis hierhin gekommen ist. Turns out, nee, es ist das Schaf von Otto. Und wenn ich jetzt mit Marcus rede, dann steht hier oben, haven't you seen a sheep wandering around on its own? Yeah, I saw it, but it was a long time ago and the animal died. How did this happen? I was patrolling an area near the river when I suddenly heard the growl of an animal coming from a nearby sinkhole. I ran to see what had happened and saw a wolf eating a sheep. Sheep must have fallen down the slope earlier because its hooves were broken and it kept wriggling, prowling in the empty. I slaughtered the wolf quickly, but the sheep was in sorry state. I had no choice but to spare her pain. What did the sheep look like? Like a sheep, except for one of her ears was torn off. It's possible the wolf just bit it off. Und wenn wir jetzt nämlich mit Otto reden, stellt sich raus. Oh. Das war wohl doch nicht der Rusko. Jetzt gibt's nur ein kleines Problem. Und das erkläre ich euch gleich. Aber wir reden erst nur mit Otto. Und dann. Dann erkläre ich euch das, was das Problem ist. Es ist gleichzeitig ein Problem, genauso sehr, wie es auch kein Problem ist. Wovon zur Hölle rede ich? Ihr werdet jetzt gleich sehen. Wieso sind denn hier gerade die Frames so gering? Was ist denn los? Ich muss mal in die Option gehen gleich nochmal. Hi Otto. I think I know what happened to your sheep. It wasn't Rusko. No, how is that not? Marcus told me that during a storm, he found a sheep with a torn ear that had become separated from the flock and was attacked by a wolf. The hunter managed to kill the beast, but the sheep could not be saved. I should have gone back and looked for it. I'll look until I found it, but I didn't. You had the rest of the flock to look after. You did what you had to do. You may be right, but I still won't forgive myself. I'm not rich, but please take this belt. I got it from the tailor in town. So, jetzt ist das Ding. Erstmal der Belt, ist genauso viel wert wie der Ring, 250, und hat ein paar nice Sachen, Edge Protection, Blunt Protection, Arrow Protection, Blunt and Projectile Protection, wenn ich noch eine Lederrüstung anhab und ich glaube ich hab, nee, Traveler's Hood, okay. So, das ist schon mal eine gute Sache. Jetzt ist nur das Problem, dadurch, dass ich bereits mit Rusko gesprochen habe und gesagt habe, hey, der will dich hier ficken, habe ich die Quest gestuckt. Denn so wie die Quest jetzt ist, kriege ich sie nicht abgeschlossen. Ich habe schon rumexperimentiert, ne? Mit ihm kann ich nicht mehr reden, mit Rusko habe ich noch nicht probiert zu reden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nicht geht. Mit Bastion habe ich versucht zu reden, ich kann die Quest, wie sie jetzt ist, nicht
abschließen. Und ich dachte erst, okay, fuck, dann bin ich jetzt einfach stuck. Bis mir aufgefallen ist, ich habe immer noch die Scheiße und ich kann die Scheiße immer noch in die Villa oder zu Rusko bringen. Und das funktioniert auch, denn ich kann jetzt tatsächlich immer noch eine von den Questbelohnungen abholen. Jetzt will ich mal kurz mit Rusko sprechen, weil das ist das Einzige, was ich noch nicht probiert hatte. Vielleicht kriege ich doch die Quest noch gelöst ohne. Nee. How are you doing? Nee. Genau. Also ich muss, die Quest ist nicht abgeschlossen. Dadurch, dass ich mit Rusko schon gesprochen habe, habe ich mich in der Quest quasi gestuckt und kann sie jetzt nur abschließen, wenn ich trotzdem jemandem Scheiße gebe. Und da ich keine Lust habe, den ganzen letzten Part nochmal zu replayen, indem ich diesen Spielstand 8 lade, das wäre die einzige Möglichkeit, da wieder rauszukommen und es nur so zu lösen, muss ich das jetzt machen. Wie es gedacht ist. Also entweder Rusko oder Otto die Scheiße in die Scheiße scheißen. Jetzt ist das Ding, ich habe dann drüber nachgedacht. Ich habe ja jetzt so einen Gegenstand, der 250 wert ist. Im Verkauf übrigens nur 38 Münzen. Ich habe mal nachgeguckt, der ist im Verkauf nur fucking 38 Münzen wert, der Ring auch. Den Tipp in die Stadt brauche ich nicht. Komme ich hier mal hoch? Ja. Den Tipp in die Stadt brauche ich wirklich nicht. Ich habe ein bisschen mir Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen. Nee. Brauche ich echt nicht. Soll ich mal kurz gucken, kann ich das trotzdem klauen hier? Your crime has been reported. Okay. Das geht nicht. Das möchte ich nämlich trotzdem noch machen, weil da ist noch das Schafsfleisch drin, was ich ja für Fabio haben möchte. Und es gibt jetzt also nur die Option, entweder nehme ich den Ring und der Sinn wäre dann nicht mal den zu verkaufen, weil es eben auch nur 38 Münzen sind, vielleicht später, I don't know. Aber es wäre ein Dexterity-Bonus von 3, was mir also 3 Lernpunkte und, keine Ahnung, 10 Gold oder 15 oder so ersparen würde. Die zweite Möglichkeit wäre, darauf zu scheißen, auf den Arm, und Otto eben nicht in die Scheiße zu reiten, sondern die Quest nochmal für Otto zu erfüllen, also Rusko jetzt die Scheiße ins Bett zu schieben. Dann würde ich nämlich die 500 Erfahrungspunkte bekommen, statt der 200, die ich nur für den Ring bekommen würde. Ne? Also entweder ist Ring und 200 Erfahrungspunkte oder 25 Gold und 500 Erfahrungspunkte. Da der Ring im Verkauf nur 38 wert ist, mit meinen aktuellen Fähigkeiten, ich weiß nicht, ob sich das noch ändern kann, würde ich also quasi nur 13 Gold weniger bekommen. Also der einzige Gedanke wirklich in meinem Kopf ist jetzt noch 3 Dexterity Points, so lange bis ich einen anderen Ring besitze, oder 300 Erfahrungspunkte mehr. Mein Levelbildschirm sagt mir, dass ein Level ab 3500 Erfahrungspunkte benötigt, was also viel ist. Deswegen habe ich das Gefühl, so mal 100 Erfahrungspunkte zwischendurch sind, mal 300 Erfahrungspunkte mehr zwischendurch sind gar nicht so verkehrt. Jetzt müssen wir uns hier nochmal kurz rüber bewegen. Und deswegen ist also mein Entschluss, dass ich wahrscheinlich die Scheiße gleich in das Bett von Rusko stecken werde. Das ist zwar, es ist halt Kacke, weil wir wissen jetzt, dass Rusko nicht schuld ist, aber es gibt eben keine andere Option, dadurch, dass ich, ja, stuck in der Quest bin. Ist super ärgerlich, aber ich sehe keine andere Option. So, fryen wir jetzt nochmal das eine Sheep Meat. So. Ich weiß nicht, ob ich ein Schafsteak wirklich, also ob ich da irgendein Rezept draus machen muss. Das finden wir dann sicherlich nochmal raus. Achso, Rusko wird jetzt pennen, oder? Nö, aber der ist hier. Vielleicht bekommt er das nicht mit, wenn ich das mache. Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, es tut mir jetzt total leid für Rusko. Aber ich sehe einfach keine andere Option gerade. Okay, das sieht er. Ich muss also wieder zurück und bis zum Tageslicht nochmal schlafen.
Ja. Ring oder Erfahrungspunkte? Ich muss jetzt gerade noch einmal drüber nachdenken. Ring oder Erfahrungspunkte? Nee, ich werde mich für die Erfahrungspunkte entscheiden. So, Raske dürfte hier jetzt weg sein. Na, dann können wir jetzt nochmal ganz fix die Scheiße hier reintun. Auch wenn es sich wirklich nicht gut anfühlt, aber es ist das Einzige, was geht. Und warum habe ich hier gerade Schafsgeräusche gehört? Bruce! What? Hey, du. Hä? Hi. Ram? Meh. Come with me. Meh. Als ob der hier ist. Nein, ich gehe da raus und bekämpfe die scheiß Lurker oder was? Ach Gott, ich kotze im Strahl. Als ob hier einfach Bruce ist. Wie ideal. Aber das ist dann, da muss man jetzt wieder sagen, da finde ich ja total krass, ne? Das ist ja eine Fan-Mod, ne? Also nicht mal irgendwie von einem Studio. Aber das war gerade richtig gutes Level-Design. So eine Quest von dem Typen da führt mich zu einem Haus, wo ich was machen muss mit Scheiße. Und dadurch höre ich da das Mäh. Et voilà. Ja, krass. I'll be damned. You found Bruce. Thank you. I think I'll start locking the homestead at night. Please drink to our health. Cool. 250 Erfahrungspunkte. Nehme ich doch gerne an. Du hast hearty leftovers, country scrambled eggs, pate from leftovers, roasted insects. Ach, du hast auch Sheep Meat. Ich hätte es gar nicht klauen brauchen. Naja. My lambs look happy. Ja, es war mir eine Ehre. Ich war Bruce. Ich kann immer noch mit Bruce reden. Wie cool ist das denn? Schön, haben wir die Quest auch erledigt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die schaffe ich nicht mehr. Okay, hi Otto. Ich habe deine Quest abgeschlossen. Ja, aber das kennen wir ja schon. Ist jetzt halt super ärgerlich. Wie gesagt, es ist... Ja, aber ich kriege 25 Gold und noch 100 Gold von Bastion und halt 500 Erfahrungspunkte. So, das ist es mir jetzt einfach wert. So, die 13 Gold, die ich weniger bekomme, kann ich halt auch für 13 Gold für die 3 Dexterity Points, die dann aber unendlich da sind. Also es ist schon besser. Und einen anderen Weg in die Stadt finde ich auch. I helped the shepherd with his problem. 500. I hope he didn't tell you to do anything stupid. Not exactly, but I managed somehow. That's Otto. If it wasn't for the fact that Ramsay himself gave him the job, the freak would have been out of here a long time ago. Okay. Gut. Scavenger Eggs habe ich, glaube ich, nicht. Nee. Aber was wir jetzt nochmal ganz schnell machen müssen, ist Fabio sein Stück Fleisch geben. Okay. Der will doch ein... Hä? Der wollte doch einfach nur ein Stück Schafsteak, oder nicht? Und das habe ich doch. Ich habe ihm doch ein Schafsteak gemacht. Oder gibt es da wirklich noch ein Rezept? Schauen wir mal. Ne, hier auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich hätte jetzt genug, um mir eine Arculus Island Mark... Ich kaufe mir die jetzt. Komm her. Aber vor allem hätte ich auch genug, um draußen bei Marcus mal ein paar Sachen zu lernen. Das wäre, glaube ich, noch eine enorm wichtige Sache. Ich glaube, das wäre es wirklich. Aber was anderes wollte ich immer. Was soll ich denn gerade eigentlich machen? Erstmal wollte ich mir mal die Map angucken. Oh, und ich wollte noch hier das Pickpocketing-Book. Genau. 5. Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir auch ein bisschen sneaken. Wo ist die Map? Hier. Die wollen wir uns mal angucken. Oh, okay. Will ich eigentlich noch gar nicht alles lesen. Aber gut zu wissen. Moment mal, bin ich da auch selbst drauf?
Ja, sehr gut, der weiße Wein ist da. Genau, was ich jetzt nochmal fix machen wollte, ist mein ganzes Fleisch wieder verkaufen. Zumindest das rohe. Das bringt auch nochmal Geld. Und dann würde ich bei Markus erstmal ein paar Sachen lernen gehen. It would be simple to seal this purse, huh? Das gucken wir uns gleich mal an. I have everything you need. Rare, raw, more rare. Das ist alles? Ich dachte, ich hätte noch Scavenger-Kram. Aber nee, stimmt, den habe ich letztes Mal schon verkauft. Okay, kurz nochmal speichern. Und einmal fix nachschauen, ob ich seine Purse klauen kann. Okay, habe ich nicht gemacht. Okay, da ist ein Fehler einer Matrix. Okay, jetzt gehen wir schnell zu Markus und dann würde ich, glaube ich, mal versuchen, von dort aus direkt, weil das ja wieder ein bisschen in Richtung raus aus der Stadt ist, quasi nicht in Bogen zu laufen und gleich wieder zurückzukommen, sondern mal schauen, die Brücke weiter, die über die Brücke weiter. Ob wir mal Rolf finden können, weil das ist ja jetzt noch so die eine Nebenquest, die wir noch übrig haben hier. Und interessieren würde mich das schon, ehrlich gesagt. Aber erstmal müssen wir ein bisschen was lernen. Dringend. Weil, ja. Damit wir auf Dauer einfach mehr Geld haben, wenn wir diesen ganzen Fellscheiß und so. Ne? Difficult to steal this purse. I brought the trophies. Ich glaube, ich habe keine. Nee. Wie wird das nochmal Baumaking? Klar. Was kann er hier noch? Hier war Dexterity und so ein Kram, ne? Ja. Dexterity und Bows. Aber, meh. Can you teach me something about hunting? So, das ist es jetzt. Also. Mandibles. Also Mandibles brauchen wir, glaube ich, wenn wir da in die eine Richtung rausgehen, wo die, wo diese, nicht Minecrawler, aber die, diese Riesenkäfer sind. Venom Glands. Ich muss hier mal ganz kurz schauen, was Glands sind. Weil das, was ich im Kopf habe, ergibt mit Venom keinen Sinn. Deswegen gucke ich das mal ganz kurz hier in der guten alten App nach. Glands. Aber wir können auf jeden Fall das schon mal lernen. Drüsen. Okay, Animal Claws, so. Und Bloodfly Wings. Weil das sind auf jeden Fall so die Gegner, die wir tot kriegen. Ganz kurz handeln. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? 52. Das ist natürlich jetzt wieder richtig wenig Geld, was ich habe. Aber dafür kann ich jetzt ein paar Sachen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel es doch mal schaffen sollte, einen Wolf zu legen oder ein paar Bloodflies zu jagen. Das sollte wirklich eher ein geringes Problem sein. Der Wolf schon eher, aber ja. Ja, bei einem Wolf kriege ich auch noch Fell. Felle kann man ja direkt mit dem Skill. Bloodfly Wings, ne, gar keine Frage. Dann kriege ich das Geld auch bestimmt schnell wieder zusammen. Es sind jetzt 250, die ich verloren habe. Das ist schon viel. Und vor allem auch Lernpunkte. Ich habe noch 16 Lernpunkte. Waren hier nicht Bloodflies? Jawohl. Aber auch Lurker, also müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber du kannst mal herkommen, liebe Fliege. Komm her. Nicht beide, nur eine. Boah, das sind ja große. Ach ja, ich vergaß, dass die so unglaublich nervig zu bekämpfen sind. So. Value 20, jetzt, wir werden jetzt gleich sehen, wie viel wir reell dafür bekommen, weil klar, wir können die verkaufen, dann kriegen wir wahrscheinlich nur 5 Münzen für so ein Stück. Aber wenn wir... Ah, komm, Stefan! 2 ist wieder scheiße. So. Aber wenn wir die zu Markus bringen... bringt es halt tendenziell, glaube ich, mehr Geld. Ich weiß nicht, ob jetzt die vollen 20, wahrscheinlich nicht, aber bestimmt trotzdem so 10 bis 15 pro. Sagen wir mal 10, dann brauchen wir halt 10 Stück, um das Geld wieder reinzukriegen. Ist da eine Riesenratte? Ich habe gerade gespeichert. Kriege ich die gelegt ohne? Oh ja, definitiv. Und von der kriege ich bestimmt auch nochmal Fell. Wunderbar. Aber warum ist hier eine Ratte? Ratte... ist doch für gewöhnlich auch irgendwie ein Zeichen von
Ja, Verwesung und Müll und so, ne? Irgendwas, was man essen kann, was aber nicht einfach nur so ein Pilz ist oder so. Da ist nochmal eine Fliege. Drei Fliegen. Kann ich jetzt halt drüber nachdenken, ob das eventuell ein Zeichen ist, dass hier unten die Leiche von dem Roll fliegen könnte. Ja, da sind interessante Pilze, die ich glaube ich haben möchte. Aber der Kampf erscheint mir da unten gerade recht schwer. Snacken wir uns noch kurz ein bisschen Fleisch. Jetzt nochmal speichern und dann kämpfen wir auf jeden Fall mal kurz da unten. In der Hoffnung, die nochmal irgendwie ein bisschen separieren zu können. Auch wenn ich da nicht so die besten, größten Hoffnungen habe. So, kommt mal her, fliegen, wenn möglich einzeln. Ihr kommt hier auch nicht hoch. Was ist denn das? Das ist ein Lurker. Ein kleiner Lurker. Ja, nee, dann brauche ich da nicht runtergehen. Dann geht es da jetzt noch nicht weiter. Also ja, es geht da theoretisch weiter, aber gegen die Lurker. Ne? Kommen wir noch nicht an. Ich kann das ja nochmal probieren, weil das, ne? Aber ich glaube, der wird mich einfach wieder two-hitten und gut ist. Aber bevor wir jetzt denen aus dem Weg gehen und vielleicht sogar schon stark genug sind, was ich im Übrigen nicht glaube, haben wir es lieber mal probiert. Aber ich glaube, diesen. Nee, das ist nix. Nicht mal ansatzweise. Ich hatte wirklich gedacht, dass wir zumindest so schaffen könnten, einen einzigen zu killen und dafür 80% Leben, also Schaden einmal einzukassieren, dass es halt das nicht wert ist zu bekämpfen, aber es theoretisch gehen würde im Notfall. Aber es ist, glaube ich, wirklich so, dass ich es nicht mal im Notfall schaffen würde. Sehe ich da noch eine Flasche Bier oder sowas? Wein. Und hier ist noch so eine Kiste. Ich hatte ja schon so eine Fischkiste aufgehoben. Hier unten ist noch eine. Komm, der geht ja gerade auf mich zu. Nee, ne? Gut. Da hinten sind auch irgendwie Riesenlurker. Was ist jetzt hier neu? On the boat I found a bottle of wine and crates full of fish. It's not much, but maybe I'll bring it all to Falkot. Bring it all to Falkot. Aber warum? Vielleicht gucke ich erstmal noch mal kurz ein bisschen hier in der Gegend rum. Wir haben da hinten eine Höhle und einen Scavenger. Oh, nicht zwei. Oh, nee, nicht zwei. Warum kriegen die denn manchmal, ne, manchmal one-hitte ich die und manchmal brauchen die 50 Schläge? Ich verstehe es nicht. Ein Ei ist gut, das kann ich nochmal bei Bastion verkaufen. Noch eins ist noch besser. Da sind nochmal Blattfleiß, das ist auch gut. Und da hinten sehe ich eine Holzfassade. Das könnte das Woodcutter Camp sein. Woodcutter Camp. Was heißen würde, es könnte nochmal eine Quest geben, nochmal Erfahrungspunkte. Da oben war ein Wildschwein. Komm her. Nicht das Wildschwein, das guckt mich so fies an. Komm her. Alter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wann man Schaden macht und wie viel. Das sind ja mal mit Abstand die nervigsten Gegner überhaupt. Das ist ja irgendwie eine Katastrophe. Da geht natürlich, ne, da kann die. Wow. Und das gerade für einen Ruf. Da oben ist jemand. Aber ich will natürlich jetzt erstmal diese scheiß Fliegen hier killen. Die eine ist schon so gut wie tot. Die andere auch schon angefragt. Komm her, Mann.
Komm. So, und jetzt nervt mich. Fall doch einfach mal um. Wieso brauchen die denn manchmal nur einen Schlag und manchmal 50? Was ist denn das jetzt? Meine Phrasen. So, die nächste auch noch hier. Eine von denen war noch so gut wie tot. Was du das? Ja, du bist natürlich jetzt noch die eine, die noch komplett voll ist. Natürlich. Das ist halt wirklich nervig. Was machen wir da? Kuchen? Fisch? Healing Plants vielleicht? Nee. Nehmen wir die hier ein bisschen einmal. Ich muss ja nicht ganz voll werden. So, reicht. Jetzt will ich auf jeden Fall noch die andere Fliege killen und ich glaube, ich würde das... Ach, ich weiß nicht, ob ich das Wildschwein noch probieren möchte. Ich glaube, die Wildschweine waren ziemlich übel in Gothic. Gucken wir mal. Ist da hinten... Oder ist, glaube ich, so ein Schatten... Ich habe vergessen, wie die heißen, aber ne, so ein Schattenbiest. Hießen die einfach Schattenbiest? So, nochmal speichern. Ich glaube, ich lasse das Wildschwein sogar in Ruhe und gucke einfach jetzt in diese Höhle. Ja, Wildschwein ist irgendwie ein schlechtes Zeichen da oben. Also, gefällt mir nicht. Und ja, da oben ist jemand. Das ist bestimmt Rolf. Oder das ist Rolf. Small Lightning. Magische Rune. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich überhaupt da rein will, ehrlich gesagt. Ich dachte erst, ja, da sind wahrscheinlich irgendwie so ein paar Goblins oder so drin. Jetzt habe ich doch Angst, dass hier so ein Shadowcrawler-Beast ist. Nee, sind einfach nur Goblin-Skelette. Ich hatte in Erinnerung, dass Goblin-Skelette richtig einfache Gegner waren. Entweder liege ich falsch oder die Mod hat auch ein bisschen was rebalanced, was ja durchaus sein kann. Wo ist mein Akku hin? Warum habe ich ihn plötzlich nur noch 36% Akku? Hä? Egal. Gut. Okay, wenn wir jetzt gerade hier schon mal geladen haben und tausendmal gestorben sind, gucke ich mir jetzt einmal noch kurz das Wildschwein an. Nur um sicher zu gehen, dass es wirklich zu schwer ist. Ja, es ist. Gut. Dann können wir zu dem Typen gehen, der da gerufen hat. In der Hoffnung, dass es Rolf ist. Das wäre ja mal wieder eine erledigte Quest. Aber ansonsten kann ich den Kram, den ich habe, ja auch erstmal zu Falkard bringen, wie uns das Questlog vorgeschlagen hat. Ja, ein bisschen frustrierend ist es trotzdem, dass alles hier einfach zu stark und zu schwer für uns ist. Aber wie gesagt, das trägt ja auch zur Atmosphäre bei. Ja, dass man eben nicht am Anfang überall gleich raus hinlaufen soll. Da ist noch so ein Käfer. Das war jetzt wieder ein One-Hit. Ich verstehe es nicht. Ja, du Typ da oben, ich habe dich ja gesehen. Jetzt warte mal ganz kurz. Ruf mich nicht auf Polnisch. Voll. Wieder One-Hit. Verstehe ich nicht. Egal. Wer bist du da oben und was willst du? Oh nee. Boah.
Okay, speichern. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das sind junge, hungrige Wölfe, die sind scheinbar etwas einfacher als die normalen jungen Wölfe oder die normalen Hungrigen oder was auch immer. Aber immer nur einen nach dem anderen. Genau, der eine müsste mich jetzt wieder verfolgen, der andere nicht, genau. Komm. Gut, das gibt vor allem auch Geld, das ist wichtig. Jetzt nochmal so was trinken. Halt doch mal die Fresse jetzt da oben. Ich hab dich ja gesehen, meine Güte. Okay. Nochmal speichern, dann noch den letzten Wolf und dann mal gucken, was der da oben zu sagen hat. Sind da noch zwei Wölfe? Nee, ne? To find Roth, ja, das ist tatsächlich Quest Entry dafür. Hallo. Muss ich jetzt zu dir hochklettern? Na, Junge. Krieg ich doch gleich noch Fallschaden. Gothic, bitte hör auf zu buggen. Gottes Willen. Hi, Rolf. May Innos reward you with children. I thought I was done for. You have nothing to fear anymore. For sure. I'm sure. How long have you been here? Whole ages, but fortunately for me, walls don't jump that high. Would have preferred a person instead of children. What happened? I was about to go back when I heard the wolves howling, and so I ended up here on this rock. Can you run? I'll manage somehow. Just please get me home from here before the beast shows up again. You mentioned the beast. What did it look like? It was terrible. I've never seen anything like it. It was there, oh, by the trees across. Falkert sent me. He said you want to get some supplies. Went, sorry. Most of them had been washed out by the water and had probably reached the sea by now, but there should have been a bottle of wine and some fish on the boat. Just don't make me go for it, because I'm not going. I've had enough adventures for today. Stay close to me. Please, let's just hurry. I can't stay here any longer. Okay, wir gehen dann aber später trotzdem nochmal hier raus, weil wir wollen noch zum Woodcutters Camp. Und ich hatte dann auch noch Kräuter und sowas gesehen. Was ist denn das da vorne? Und warum sieht es aus wie eine Mischung aus einem Affen und einem Wolf? Was ist das und warum ist es hier? Das ist einfach ein hungriger schwarzer Wolf. Ich kann ihn nicht treffen, wenn du mir den Weg gehst. Um Gottes Willen. Die sind jetzt noch mehr auf dem Weg. Leute, ich habe keine Heilgegenstände und sowas. Und warum sind die jetzt plötzlich hier? Nur für die Quest, ne? Na, ja, große Klasse. Ein hungriger Wolf, ach du Scheiße, die waren doch schwerer, oder? Ne, alles gut. Oh je, bitte nicht noch mehr. Das reicht. Wenn jetzt noch einer ist, bringe ich den einfach zu Markus. Apropos Markus, zu Markus gehen wir natürlich auch gleich noch, aber erstmal zu Falkard, damit die Quest fertig ist. Thank you. How you won. Das stimmt. Owst du mir jetzt gleich one? Oder dann erst später? Aber Falkard müssen wir auch noch one owen, ne? Rover is safe now. Thank you. What a relief. Were there any problems? A couple of walls, but we dealt with them somehow.
Wolves, this close to the village walls. We'll have to call the hunters. These animals are no slouches. I managed to retrieve some supplies from the fishing boat. Well done. I didn't think anything so about that storm. Take these few coins. It's the least I can give you for your trouble. Thanks, they'll come in handy. I thank you on behalf of myself and Rolf. Now, if you'll excuse me, I have to get back to work. Na klar. By the way, Rolf mentioned that he saw some kind of beast. For some time now, rumors have been circulating among the locals about a forest beast terrorizing the area. They say she sneaks along the edge of the forest, watching for villagers returning from fields and fishing spots. Few have seen it, and even fewer have... If Rolf actually saw the beast, he was pretty lucky to get out of this one. Du machst zweihändiges Training, oder? Ja. Soll ich das mal machen? Nee, lieber noch nicht, weil ich keine zweihändige Waffe habe. Aber wir sind wieder bei 145 Münzen. Das ist eine schöne Sache. So. Als nächstes werden wir dann nochmal rausgehen und schauen, ob wir in Richtung Woodcutters Camp gehen können und irgendwas finden können. Oh, hallo Rolf. Bevor wir das machen, werde ich erstmal schlafen gehen, um mich zu heilen. Ja. Until next morning. Wunderbar. Ich bin halt auch im Überlegen, ob ich mir irgendwie noch was zum Essen mitnehmen kann, aber ich wüsste einfach nicht was. Ohne wieder unendlich Geld rauszuwerfen. Jetzt möchte ich nochmal gucken, ob Fabio jetzt irgendwie die Quest mich mal erledigen lässt oder nicht. Nö. Verstehe ich nicht. Bastion, für dich habe ich noch Eier. Nämlich 3 Stück, bitteschön. Dann wollte ich nochmal gucken, ob du noch irgendwas Spannendes zu verkaufen hast. Aber ich glaube, du hast nur, ja, du hast schon interessanten Kram, aber eigentlich nichts, was ich brauche. Ich kann einfach mal so einen Hammer kaufen. Ich glaube, ich habe keinen Hammer. Und das scheint irgendein Tool zu sein, also sowas einfach zu besitzen, ist bestimmt nicht verkehrt. Aber warum habe ich denn eigentlich die Axt noch? Die können ja weg. Ja. So. Das gleiche mache ich auch mit dem Händler draußen nochmal. Dann will ich auch nochmal mein Fleisch verkaufen und die Trophäen zum Markus bringen, aber Markus liegt ja wieder auf dem Weg. Also alles gut. Traveling Trader. Bei dir wollte ich auch nur noch mal reingucken. Das ist auf jeden Fall eine Menge interessanten Kram. Aber Strength Required 50. Jo. Aber jetzt auch nicht irgendwie unendlich spannende Sachen, dass ich mir irgendwas noch unbedingt kaufen wollen würde. Außer Heavy Spiked Cutchel. Aber da ist halt das Ding, ich habe keine 50 Stärke. Ich habe 15, beziehungsweise 20. Verstehe ich jetzt gerade nicht, was die beiden Zahlen bedeuten. Verstehe ich wirklich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich 20 habe. Aber Stärke könnte ich tatsächlich auch mal wieder hoch trainieren. Weil ich möchte auf jeden Fall auf Stärkewaffen gehen, nicht auf Dexterity. Okay, ich habe noch, genau, Wolfmeat, 5 Stück. Sehr gut. So. Dann ist es doch ein guter Moment, nicht um zu cutten, das machen wir noch nicht, wir gehen noch weiter raus. Aber um wieder die Stadt zu verlassen. Beziehungsweise, warte mal, warst du Stärke oder war der Schmied Stärke? Du warst doch Stärke, oder? Du warst One-Handed und Stärke, oder nicht? Nur One-Handed. Ja. Okay, dann müssen wir mal ganz schnell zum Schmied. Aber das war schon Stone und nicht der andere, ne? Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber ist egal.
Ich kann deine Purse auch stehlen, das ist eine schöne Sache. Iron Nugget. I wanna be stronger. Strength plus 5. Machen wir auf jeden Fall zweimal. So. Dankeschön. Und bei dir wollte ich nochmal kurz gucken, was du im Angebot hast, weil das haben wir auch lange nicht reingeguckt. Und wenn ich jetzt 30 Stärke habe, vielleicht. Moment, was kannst du? Blacksmithing. Auch nicht ganz verkehrt. Ah ja. Ah ja, 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 ja. Du hattest sowas. 240. Dexterity 30 will ich nicht. Rusty Tunic Strength 35. Strength 30. Edge Damage 40. Das ist. Muss ich im Blick behalten. Ja, muss ich im Blick behalten. Das hier, das könnte ich jetzt auch schon, aber das ist wieder Schwäche. Rough. 2025. Aber das ist natürlich auch alles wirklich teuer. Aber ja. Gut. Lassen wir das mal. Wie viel Stärke habe ich nun? 25 bis 30 oder so. Das habe ich wirklich noch nicht verstanden. Habe ich irgendein Item, was meine Stärke erhöht? Nee. Na, dann verstehe ich es nicht, aber egal. Dann verstehe ich es nicht, aber egal. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch fix zu Marcus. Weil Marcus noch feine Sachen für mich hat. Und mit feinen Sachen meine ich Geld. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Geld ich dafür reinkriege. Weil dann könnte ich ja potenziell, wie viel Lernpunkte habe ich noch? 6. Potenziell noch den Rest von den Trophy Hunter Sachen lernen. Und das ist wirklich eine Sache, bin ich zumindest der Meinung, dass ich das durch Gothic 2 gelernt habe, die absolut worth it ist. Auch wenn es super viel Geld kostet und auch Lernpunkte, ist es auf Dauer einfach die Lösung, um Geld zu machen. About Hand. Nee, stimmt gar nicht. Das wollte ich ja noch nicht. Ich wollte erstmal. I brought these trophies. All. Nur Claws. Die Felle nimmt er mir nicht ab. Das überrascht mich ja jetzt ehrlich gesagt. Aber for making equipment, also das ist ja auch nicht irrelevant. Gut, und da wir 200 haben, würde ich mal eine von den Sachen noch lernen. Sagen wir mal, ich kann nur Mandibles, dann machen wir das. Gut. Und sobald wir wieder 150 haben, noch die letzte Sache lernen, damit wir hier fertig sind. Jetzt haben wir auch nur noch 5 Lernpunkte. Die müssen wir uns jetzt gut aufsparen, weil es scheint hier doch recht lang zu dauern, Level aufzusteigen. Auch da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass es in Gothic 1 und 2 noch schneller ging, aber da kann ich mich jetzt auch gerade wirklich irren. Ich glaube, ich habe einfach mehr Hauptquests gemacht und von Hauptquests bekommt man in Gothic, glaube ich, tendenziell die meisten Erfahrungspunkte. Ach, da hinten der Angelspot, der reizt mich. Aber der bringt mir auch nichts, wenn ich beim Angeln sterben tue. So. Die eine Sache, die ich jetzt in dem. In dem Part noch machen wollte, bevor wir cutten, ist nochmal hier hochklettern. Nochmal speichern. Weil eine Ebene höher als Rolf stand, wollte ich erstmal mich noch umschauen. Gucken, was es da so gibt. Aber vor allem hatte ich da auch noch eine Pflanze gesehen. Habe ich mich verguckt? Ich muss mich verguckt haben. Wie ärgerlich. Ich war mir sicher, dass ich hier ein Pflänzchen gesehen habe. Da unten, oh, da ist so ein Salamander. Wie hießen denn die nochmal? King Sorrel.
Diese Salamanderviecher, ja, die hatten auch einen Namen. Warum? Ja, oh Gott, ach du Scheiße, das ist ein ganzes Nest von denen. Aber da ist dann auch nochmal ein Angelspot. Hier noch irgendwas zwischen den Bäumen. Naja, ich traue mich nicht, sonst falle ich gleich runter zu den Lurkern. Okay, was ist ein King Sorrel, was ich gerade gefunden habe? An extremely rare and valuable plant. 500, the basis for permanent potions. Permanent potions? Das ist ja prinzipiell eine gute Sache. Ja, also permanent potions. Oh Gott! Jetzt habe ich es mir verscherzt, glaube ich. Ach du Scheiße. Was ich sagen wollte. Permanent Potions, permanente Tränke. Für gewöhnlich natürlich um. Oh. Um Werte eben konstant zu steigern. Sowas wie Permanent Strength Potion oder Permanent Life Plus Potion. Erinnere ich mich auch, das war da gerade in Gothic. Eins oder zwei? Ich glaube in Gothic 1, nee. In irgendeinem. Ich meine mich zu erinnern, dass wir im Gothic 1 Let's Play irgendwie im letzten Dungeon waren und dann gemerkt haben, oh, wir haben irgendwie noch 20 von diesen Tränken. Ja, lass mal ein bisschen Permanentkram boosten. Und in Teil 2 haben wir da aber, glaube ich, ein bisschen bewusster drauf geachtet. Oder ich irre mich auch total, beide Let's Plays sind schon eine ganze Weile her. Ja, und apropos Let's Play schon eine ganze Weile her. Wenn ich es schaffe, von diesem scheiß Stein runterzukommen, ohne dabei zu sterben, würde ich ja auch... Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich versuche jetzt offscreen hier ohne Schaden runterzukommen, meine Güte.